Ich hatte das Spiel als Kind leider nicht und irgendwie ist es daher auch die Jahre an mir vorbeigegangen. Auch der Titel und das Cover sprach mich jetzt nie so wirklich an. Na toll, scheint ja eine Portierung dieses uralt Arcade-Spieles zu sein. Ich bin ja nicht so der Fan von diesen ganz alten Automatenspielen, aber diese Version wird immer wieder sehr hoch gepriesen. Es wurde ja auch wirklich stark ausgebaut. Also höchste Zeit mal reinzuschauen, was taugt Donkey Kong für den Game Boy heute noch? Das Spiel erschien ursprünglich weltweit 1994 und wurde von Pax Softonica entwickelt. Nintendo selbst veröffentlichte es natürlich. Seit 2011 ist es auch auf der virtuellen Konsole des 3DS erhältlich. Wie schon erwähnt, basiert es natürlich auf den alten bekannten Donkey Kong Spielautomaten, welcher schon 1981 erschien. Also der Ersteindruck von dem Spiel sieht für mich erst einmal etwas dröger aus. Die ersten vier Level sind im Prinzip exakt dieselben wie im Arcade-Vorbild. Ihr spielt also Mario und oben steht Donkey Kong und hat Pauline entführt. Eure Aufgabe ist es nun, euch die Plattform hochzukämpfen, verschiedenen Hindernissen auszuweichen und die holde Dame zu befreien. Im Vergleich zum Original merkt ihr aber gleich, dass das Bewegungsrepertoire von Mario sich etwas verbessert hat. Ihr könnt eine Art Supersprung machen, indem ihr zuerst einen Handstand macht und dann weiter hochspringt. Das rettet euch zwar schon mal, aber das braucht ihr in diesen ersten Level nicht. Habt ihr diese geschafft, öffnet sich das Spiel jedoch mehr und bietet euch ein breiteres Spektrum an verschiedenen Leveln und erweitert diese doch recht einfache Formel dramatisch. Ihr müsst euch dann durch über 100 weitere Level kämpfen, die alle in verschiedene Welten verortet sind. Diese sind natürlich auch im allgemeinen Design ja alle etwas unterschiedlich. Alle vier Level müsst ihr dann immer gegen den großen Affen bestehen. Diese Boss-Level unterscheiden sich dann im Aufbau zu den normalen Leveln und diese kann man schon als eine modernere Variante der Arcade-Vorlage bezeichnen. Wie spielen sich denn aber nun diese normalen Level? Ihr habt immer ein Ziel, die Ausgangstür. Die ist aber verschlossen, also müsst ihr immer erstmal den Schlüssel finden, aufnehmen und dann zum Ausgang rennen. Das klingt natürlich jetzt sehr simpel, aber ist es natürlich nicht. Das Werkzeug liegt immer nicht direkt neben der Tür und so müsst ihr euch den Weg durch die Abschnitte bahnen. Dabei stehen euch verschiedene Werkzeuge zur Verfügung. So könnt ihr temporär Leitern erscheinen lassen oder Schalter bewegen, um verschiedene Gänge zu öffnen. Habt ihr den Schlüssel dann erst einmal erreicht, ist euer Problem jedoch leider noch nicht gelöst. Denn der Schlüssel beschränkt euch in euren Bewegungsmöglichkeiten. Ihr könnt keine Leiter benutzen und sehr hoch springen könnt ihr auch nicht. Da der Schlüssel dann aber auch nach kurzer Zeit verschwindet, sobald ihr ihn wieder abgeworfen habt, seid ihr also immer unter Zeitdruck, den richtigen Weg zu der Tür zu finden. Allgemein zu den Leveln ist zu sagen, dass sie alle wunderbar, liebevoll und fantastisch gestaltet sind. Es erwarten euch immer wieder neue Herausforderungen und Variationen von bereits Bekannten. Die Entwickler haben sich hier sehr viel Mühe gegeben. Zusätzlich gibt es auch immer noch drei Gegenstände, die ihr in jedem Level extra einsammeln könnt. Diese machen euch das Spiel dann noch schwerer, schalten dann aber eine Slotmaschine frei, die euch mit extra Leben füttert. Auf diese Weise könnt ihr euch quasi freiwillig einen Hard Mode auferlegen. Aber auch abgesehen davon ist das Schwierigkeitsgrad schon einmal recht knackig. Ihr müsst eben immer wieder probieren und probieren, um den richtigen und idealen Weg zu finden. Glücklicherweise ist das Spiel jedoch relativ großzügig, was extra Leben angeht. Für eingesammelte Punkte gibt es immer reichlich und in den Leveln selbst ist sogar mal eines zu finden. Für euren Fortschritt bietet euch das Spiel sogar alle vier Level eine Speicherfunktion an. Die Grafik ist unglaublich liebevoll umgesetzt worden. Die Animationen sind einfach klasse und es ist alles super schön gezeichnet. Außerdem ist das Spiel auch noch mit dem Super Game Boy kompatibel und spielt dadurch nochmal seine volle Grafikpracht auch in Farbe aus. Der Sound ist bei dem Ganzen natürlich auf demselben Level. Was taugt Donkey Kong für den Game Boy also heute noch? Ich könnte mich in den Arsch beißen, dass ich das Spiel so lange ignoriert habe. Es ist eine echte Perle und sogar für mich als nicht unbedingt Fan der Arcade-Vorlage echt schön zu spielen. Da steckt einfach sehr viel Liebe drin. Das merkt man einfach. Eine uneingeschränkte Empfehlung von mir aus. Das war der Test zu Donkey Kong für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! True.